So, dann weiter geht's mit Spyro. Und ich habe gerade keinen Plan, wo ich lang muss. Wo willst du denn hin? Das ist die Sache. Ja, gucken wir noch mal hier im Bestand. Ein Level fehlt dir noch. Ja, wo ist das Level? Ich würde fast sagen, das ist das Level vom Ballonfahrer. Ich würde es nicht sagen, wenn du nicht schon in dem Gebiet gewesen warst. Also, super Sprint durch das Tor nehmen und dann kommst du ungefähr dahin. Überspringe ich das Tor nehmen, okay? Ja, Hätte ich das Tor, auch. was von den drei Leuten da bewacht wird. Ich werde es jetzt nur umschreiben, wo es ist. Man muss einmal links abbiegen, einmal rechts abbiegen und dann bist du da. Jetzt rechts abbiegen. Das ist das Fliegelevel, kennst du ja. Ich kann da nicht links abbiegen. Davor. Ach, hier. Nur vor den Kreuzungen dreh Ja, dich. sowas sehe ich Jetzt den manchmal rechten nicht. Weg. Genau. Der rechte Weg, der führt unten entlang und da kommst du dann dahin, wo du das letzte Mal gestorben bist. Ja, verflucht. Korrigiere, wo du dieses Mal gestorben bist. Haha, ich lach mich tot. Da drüben ist das Ziel. Was? Wieder Da hier kommst du oben? aber so nicht hin. Du musst den kompletten Weg gehen. Ah, deine Libelle ist wieder voll. Oh, ich bin ja richtig gelaufen. Alles richtig. Nein! Willkommen in High Caves. Och, Menno, das muss doch unnötig hier. Ist egal, du kannst ja gleich losrennen. Wenn du losrennst und dann ein bisschen nach links steuerst, dann dürftest du auch weiterrennen können. Wow, nicht da rein. Mal ein bisschen nach links und dann eigentlich wieder gleich nach rechts, damit du den Gang geradeaus weiternehmen kannst. Ach, machen wir das jetzt einfach mal, dass Level und gut ist. Okay, viel Spaß. Ja, hier beim Fliegen habe ich mit dem hoch runter kein Problem, weil das für mich logisch ist. Beim Fliegen ist das ja auch die normale Steuerung. Ja, aber nicht Aber bei ich der mag Kette. die Fehler auch immer, wenn ich Kamera benutze. Bei Spyro. Deswegen verwende ich die Kamera kaum noch. Nur die Dreiecks. Naja, Ja, und das nicht stört mich wirklich. auch bei Zelda Ocarina of Time, dass mich genauso mit der Kamera. Fuck. Gluck, gluck, gluck. Da ist jemand abgesoffen. Voila. Ich wollte eigentlich keinen neuen Versuch. Macht ja nichts. Einen Versuch kannst du ja noch machen. Vielleicht kriegst du ja noch 60 raus. Ugh. Wenn du jetzt da rausgehst und dann links rumgehst, dann kommst du wieder an die Stelle, wo du gerade eben schon warst. So. Darf ich weiter hier? Natürlich, ich hasse es, wenn ich Gegner nicht sehe. Das passiert bei Kingdom Hearts 1 auch öfter, dass ich halt den Gegner nicht sehe, der hinter mir ist, sondern bumm. Willst du mich verarschen? Das hier? Genau, das ist der mit Blowhard. Also eine Begegnung mit Blowhard. Der Müll ist bestimmt hart. Mal gucken.
Ach, ich habe keine Sparks mehr, super. Was? Naja, jetzt hast du ja Sparks wieder. Weg da! Ich war doch auf Abstand. Nee, nicht so weit. Ja, aber die Explosion hat mich optisch nicht erfasst. Doch, hat sie. Die Explosionsradius ist ein bisschen größer als die Animation. Ja, und das meine ich gerade. Die Animation hat mich nicht berührt. Ja, aber leider ist es ein Kreis. Die Animation geht in vier Richtungen. Und der Kreis darum, das ist die richtige. Kamerad, rede ich schneller! Ich würde vermuten, dass das Blow Hard ist. Oh, jupp. Da geht's dann weiter, wenn du, glaube ich, getroffen hast. Naja, sehr schwer, anscheinend. Hier in dem Raum ist die Kamera auch immer scheiße. Ja, langsam. Ansonsten lass das Level erstmal aus. Da ist nur ein Drache drin. Warte, der ist doch noch nicht mal über mir. Meine Fresse. Blöder Magier. Ist an einem schuld. Wurde eigentlich zur Kiste. Alter. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich in diesem Kristall gefangen war. Ich weiß es auch nicht. Wer bist du noch gleich? Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Nee, der hat Alzheimer, der Kerl. Ja. Aber das gibt's öfters hier. Ja klar. Natürlich. Schon logisch. Ich war auf der Plattform und fahr trotzdem runter.
Klar, du mich auch. Sei froh, dass du kein Krog spielst. Da ist die Plattformlogik noch schlimmer als hier. Und dumm. Drecksäcke. Da warst du schon drin gewesen, das war das mit den großen blöden Insekten. Waren jetzt alle Level, ja? Was? Joa. Welches Level meinst du jetzt? Ja. Das hier gibt es zum Spiel mit Drachen. Genau. Aber es ist ja in jeder Welt gleich. Wie ihr ja schon aufgefallen ist. Ja, ich weiß nur nicht, wo der... Was? Ballonfahrer ist. Direkt neben dem anderen Level. Siehst du doch jetzt. Ah, jetzt schon. Ja. Danke, Spyro, dass du so viele unsere Eier gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Beastmasters. Der Beastmasters. Und willkommen in Welt Nummer 4. Okay. Gut, Seit 12 Minuten sind wir gerade am Aufnehmen, ja? Ja, 10 Minuten etwa. Passt. Er kann die Welt ja noch erkunden. Ja. Früher habe ich diese Welt nicht gemocht. Aber mittlerweile finde ich sie ganz logisch. Au. Arschloch. Na dann, der Begrüßungsdrache. Viel Spaß. Bruno. Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Nasty Nog, du Spinner. Wie ich einen Arsch brutzeln. Vorsicht! Ah, ich... Bah! Der hat dich aber wirklich getroffen, eindeutig. Ja. Wildschwein. Ich glaube, Obelix würde sich freuen. Wildschwein, super. Würde er sich nicht drüber freuen. Nee. Aber über den Braten. Und du fuckest ihn ja ab, also? Wildschwein braten. Ach ja. Ist die... Bug. Oder? Alter, hier... Das ist auch erst, weißt du, ich dreh die Kamera und der dreht einfach wieder zurück. Ja, weil das Aktivmodus ist. Misty Book. Oder wie auch immer man das aussprechen soll. Keine Ahnung. Misty Bug. Keine Ahnung. Misty Bug. Ein Level, was ich früher gehasst habe, mittlerweile. Macht es Spaß. Was? Ist
Verstehe. Warum du das Level nicht mochtest. Hm. Aber nicht wegen den Viechern. Die Viecher waren ja noch so einfach zum Abfackeln da. Vorhin hat er nicht gleich zugeschlagen, was soll denn das jetzt? Nee, weil vorher hat er noch auf seinen Huhn gewartet. Sein Huhn fängt. Okay, interessante Musik. Mhm. Was? Das ist Wasser? Das ist Wasser. Ziele ab, du auch. So, war ich vorbereitet. Hallo Muschel. Drei Leben? Boah. Ein Frosch oder was? Noch der Begriff kommt noch, was das für Viecher sind. Doch hier schon wieder. Und genau wegen den Viechern habe ich das Level gehasst. Aber interessant, dass du damit kein Problem hast. Gut. Ja, jeder hat seine eigenen Probleme. Oder weniger Probleme. Pass auf die Killerfrösche auf, die machen dich sonst kalt. Killerfrösche? Dabei war das hier früher so ein netter Sumpf. Ich weiß auch, wie die heißen. Killerfrösche. Ich weiß aber gar nicht warum. Oh. Ich hab's ja nicht erlebt. Ich hab's ja nicht erlebt. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt richtig erlebt, warum die Killerfrösche heißen. Aber das kommt noch. Ach, dieser Krempler Viecher. Vor allem, wenn ich nicht sehe, dass es so eine Viecher sind. Verkehrte Richtung. Schön, Kamera, schön. Applaus. Schön gemacht, das liegt sehr. So, das war eine Rache, ja, Viecher. Da hab ich was langsam.
Boah! Ich mein Problem mit der Steuerung. Hm? Dicky. Danke, dass du mich befreit hast. Jupp. Einer von den schönen Drachen. Bin schnell. Ihr könnt eure Schwerter wieder einstecken. Boah, Wildsau. Boah, ich hab keinen Spaß mehr. Super, einen Treffer und ich bin hin. Was? Mistvieh. Das war kein Schwert, das war eine Zunge. Genau. Und deswegen heißt es die Killerfrösche. Weil die Zungen richtig lange Reichweiten haben. Wo kommt das Vieh denn her? Boah, ey, weißt du, aus dem Nichts? Von meiner Sichtweise aus. Diese blöde, verdammte Drecksau. Oh! Weißt du, ich lenk noch hin und er läuft trotzdem nicht rein. Denk dran, er rennt immer in die Richtung, wo Spyro hinschaut. Ja, aber ich hab Spyro gesagt nach rechts und er läuft nicht das geringste nach rechts. Genauso scheiße, wie sich Formel 1 Wagen lenken lässt in den Spielen sagen, auf dem Super Nintendo. Zerquetscht sie, Spyro! Zerstampf sie und zerquetscht sie und zermatscht sie! Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen! 50. Wow. Willst du mich verarschen? Wah! Hallo, ich bin extra rausgewichen, damit er das nicht tut. Ey, die Hitbox ist unlogisch. Bei einem 2D-Spiel verstehe ich es ja noch, aber bei 3D kann man doch sagen, dass das exakter ist. Wie gesagt, vergiss nicht, wie alt das Spiel schon ist. Früher war die Technik noch nicht so. Warte, noch eine zweite Wildsau? Ich würde gerne mal was sehen. Alter. Okay, mit zwei Drachen. Das ist nicht so schlimm. Zwei Drachen können ruhig fehlen, wenn du die am Ende dann noch. Naja. Aber wie gesagt. Wir haben noch 7 Minuten, wenn du möchtest. Dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde dann aufgenommen. Auf hier alles elektrisieren.
Ein elektronischer Sumpf. Was zum? Blöde Falle. Ach stimmt, das sind die Kristalle, die da leuchten. Wie kommt, da kommst du ja von der anderen Seite dann gut ran. Also dementsprechend. Ich würde erstmal das Hauptlevel hier ein bisschen weitermachen. Kannst du später noch die ganzen einzelnen Level reingehen. Warte mal, war das gerade ein... Ja, das war kein Drache. Nee. Da ist die Schweine. Treetops. Der Baumwipfel, wenn man übersetzen würde. Das Level. Okay. Oh, ein Zehner. Oder Baumkronen könnte man das, glaube ich, auch nennen. Level hinterm Baum. Der Drache, verdammt nochmal. Ich würde links weitergehen. Nee, nicht da. Das links war vor, als vor dem... nicht zu dem Level hingehen, sondern... Genau, da geht's weiter. Klingt, dass wir die Musik wechseln. Die startet nur wieder neu. Battlehead. Okay. Weil du wieder daneben rennen musstest, Spyro! Wo ich noch auf ihn hingelenkt habe. Die Schau regt mich auf. Naja, dann würde ich auch gleich sagen, dass wir dann den Part noch eben abschließen. Und was anderes machen, ja. Genau. Aber du hast ja einiges geschafft. Du hast die gesamte Magic Crafters Welt dir angeschaut. Ja gut, dann würde ich sagen... Sagen wir einfach bis zum nächsten Mal und... Bis zum nächsten Mal. Ich mache wieder eine Pause, bis ich mich wieder beruhigt habe. Okay, und das tschüss. Kann... Ja, tschüss.